Mir erscheint deshalb die jetzige Integrationsdebatte, die sich vor allem gegen friedliche türkische Einwanderer richtet, irrational. In Österreich haben die Rechten bei der Septemberwahl in der Steiermark mit Slogans wie Mut zur Heimat statt Moscheen 100% zugelegt. Ich habe Angst davor, dass es auch in Deutschland immer mehr Menschen gibt, die so denken. Dass der Begriff der Nation in Deutschland und der Türkei unterschiedlich verstanden wird, ergibt eine Anfrage bei Google nach Abfragen der letzten 12 Monate. In der Türkei fragen 83% den Begriff Vaterland ab, 5% den Begriff Türkisch, Türkçe. In Deutschland ist es umgekehrt. Hier fragen 0% den Begriff Vaterland ab, aber 93% den Begriff Deutsch. Deutsch zu sein, an sich scheint hier das Verb voll zu gut zu sein. Sicher trägt es dazu bei, dass es Deutschland erst seit 150 Jahren gibt. Die über 1000 Jahre alte Geschichte der Türken dagegen hat zu einem toleranten Nationalgefühl geführt, das vielen verschiedenen ethnischen Gruppen und Hautfarben Heimat bietet. Von der hellblonden Tscherkessin bis zum dunklen Araber, vom fleißigen Kurden bis zum glasischen Teebauern hatten schon im Osmanischen Reich alle eine gemeinsame Heimat, ohne Rücksicht auf das individuelle religiöse Bekenntnis oder die Abstammung. Die aktive Beschäftigung mit der Religion ist in beiden Ländern nach diesen Zahlen sehr gering. Allerdings bietet auch passive Religiosität der Politik ein Instrument, um Wahlverhalten zu beeinflussen. Deshalb hat Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und die Türkei schon 1923 die laizistische Demokratie als Staatsform gewählt. Der Staat soll in religiösen Fragen neutral sein, denn jeder Mensch hat das Recht auf seinen eigenen Glauben. Es gibt etwa 10.000 verschiedene Religionen auf der Welt. Ohne religiöse Neutralität des Staates wären ständige Auseinandersetzungen vorprogrammiert.